So, guten Morgen an alle, die den weiten Weg zurückgelegt haben. Heute wird es sich lohnen. Es geht heute um das ein prägnantes Beispiel in der Lehre, um die ganzen Ideen der letzten Vorlesungen zusammenzufassen und zu verdeutlichen. Der Grund, weshalb wir Makroökonomie überhaupt als Fach haben, ist ein Nebenprodukt der großen Wirtschaftskrise der 30er Jahre und vielleicht der Grund, weshalb wir uns nicht in einer solchen Krise heutzutage stecken, ist, weil wir wichtige Lektionen daraus gezogen haben. Und ich möchte anhand der Daten von damals zeigen, zum Teil sind das dramatische Momente, die sich hier in dieser Straße abgespielt haben, in der Burgstraße, zeigen. Aber davor möchte ich natürlich die ganzen Themen der Zentralbank und Politik, Geldpolitik zusammenfassen, weil es uns ganz gut hilft, diese Episode der großen Wirtschaftskrise zu verstehen. Also heute haben wir eine Menge zu tun, aber wir werden es nur ansatzweise hinbekommen. Also 6 und 7 wird wahrscheinlich noch etwas ausbleiben, nur in Worten und nächste Woche in einem Modell. Wir fassen die letzte Vorlesung zusammen. Anmerkungen zum Thema Geld und Zinsen und wie der Devisenkurs damit zusammenhängt, auch relevant für heute. Und dann leite ich diese Finanzkrise der 30er Jahre als Lehrbeispiel, um zu zeigen, wie die Zusammenhänge sind und wie wir eigentlich in einem Gesamtverständnis der Makroökonomie verstehen müssen, wie die Finanzmärkte die Leistungen der realen Wirtschaft bedingen und umgekehrt. Auch wie das Bankensystem sehr wichtig ist für das System, wie wir das haben. Dann führe ich dabei den Begriff des allgemeinen Gleichgewichts ein. Das kennen Sie aus der Mikroökonomik. Das ist auch ein sehr wichtiger Begriff für die Makro. Wie Märkte sich gegenseitig bedingen und in eine Situation kommen müssen, wo beide miteinander konsistent sind. Es gibt endogene Variablen, die da dabei rausspringen und die müssen für andere Beziehungen in der Volkswirtschaft auch konsistent sein. Ansonsten ist es kein Stillstand, keine Situation, wo es keine weiteren Bewegungen geben sollte. Und dieser Begriff des allgemeinen Gleichgewichts ist wichtig, sowohl in den Gütermärkten als auch im Geldmarkt, den wir gerade gelernt haben. Und dann werden wir vielleicht noch die Unterscheidung zwischen, und das sind zum Teil polarisierende Begriffe, aber die müssten eigentlich nüchtern und vor allen Dingen wissenschaftlich angegangen werden, also keynesianische Betrachtungsweise auf der einen Seite, wo man mehr oder weniger von einem Preisniveau, also der Preis von Gütern in Geldeinheiten ausgedrückt, relativ gegeben ist, im aggregierten Sinne. Und da spricht man von einem klassischen Modell, wo dieses Preisniveau selber in Bewegung kommen kann und darf, modelltheoretisch oder in unseren Köpfen und auch auf Papier und auch in den Daten. Also man verbindet immer die längere Frist mit dem klassischen Modell und die kurze Frist mit dem keynesianischen Modell. Und deshalb für die Politik, die tagtägliche Wirtschaftspolitik, ist die keynesianische Betrachtung eigentlich die richtige, auch wenn man nicht unbedingt mal mit den Aussagen, wirtschaftspolitischen Aussagen, die damit verbunden sind, vielleicht unbedingt zufrieden ist, muss man damit klar sein, damit klar sein, dass es einfach so ist. Ja, so eine positivistische oder positive Analyse der Wirtschaftsentwicklung geht nicht daran vorbei. Also letztes Mal hatten wir das Baumol-Tobin-Modell abgeleitet, nur halb erfolgreich wegen des Feueralarms. Das tut mir leid, aber das ist manchmal so. Sie haben das in der Übung nachgeholt. Wir haben das Angebot und die Geldschöpfung als Ergebnisse der Finanztransaktionen zwischen Banken und realen Wirtschaft. Wir haben davor gewarnt, nicht nur Geldscheine als Geld zu betrachten, sondern eigentlich das meiste, was ihnen als Geld verwendet wird, wird gar nicht als Geldscheine verwendet, sondern als Bankguthaben. Und zumal wir alle einig sind, dass diese Bankguthaben akzeptabel sind und die sind zu jeder Zeit umwandelbar in Geldscheine, ist das gerade das Vertrauen in diesem Gelde
das uns dazu bewegt, das überhaupt zu verwenden. Interessant ist natürlich, wie dieses Geld entsteht, wie die Bankguthaben in Umlauf kommen. Das heißt, die Banken schaffen diese Einlagen, aber die werden natürlich gleichzeitig als Nebenprodukt eines Kreditgeschäfts, und das sind Milliarden von solchen Geschäften in jedem Jahr, und es ist ein sehr dynamischer Prozess. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Banksystems, ist dieses ganze Zahlungssystem zu verwalten. Das sagen sie nicht offen. Man behauptet, sie machen andere Dinge, aber eigentlich der Grund, weshalb die Banken einen besonderen Status bei uns genießen, ist eben diese Verantwortung für das Geldsystem. Und man kann sich tatsächlich andere Systeme sich vorstellen. Wir haben das auch mal angesprochen. Und wenn man da sich darauf einlässt, gibt es eine Geldpolitik. Und die Geldpolitik ist eine Interaktion zwischen diesen Geschäftsbanken, die eigentlich mehr oder weniger privat sind, manche sind auch öffentlich, mit einer Zentralbank. Zentralbank dreht an den Kontrollen, an den Hebeln und versucht mal, bestimmte geldpolitische Ziele zu verwirklichen. Im obersten Sinne Preisstabilität und vielleicht Stabilität des Outputs. Aber wie jede Zentralbank das hinbekommt, ist natürlich eine Sache des bestimmten Landes, das wir gerade angucken. Und wir haben gesehen, dass die EZB tatsächlich eine andere Geldpolitik, Art von Geldpolitik praktiziert als die US-Zentralbank zum Beispiel oder die japanische. Und das ist für Sie mal, sich damit zu beschäftigen, sollen Sie da tatsächlich im Lehrbuch ein bisschen rumlesen und auch diese PDF-Datei von der Bank of England, das ist eine sehr interessante Darstellung der Geldpolitik, eine moderne Darstellung. Und dann haben wir auch gefragt, was tun die Zentralbanker tatsächlich, was können sie machen, was können sie nicht machen, sie können nicht alles machen, sie haben auch Beschränkungen und diese Beschränkung ist in erster Linie die Geldnachfragefunktion, die wir letzte Woche und vorletzte Woche abgeleitet haben. Ich wollte das mal vorspielen, aber ich will nur mal zeigen, es gibt sehr interessante Entwicklungen heutzutage und die größte Wirtschaft der Welt von Bevölkerung und sicherlich von Wirtschaftspotenzial in den nächsten Jahren ist eben China. Und ich wusste, dass es nicht geht, aber ich habe es auch mit, müsst ihr mich einloggen, aber es gibt, wenn Sie mal zu Hause sind, können Sie darauf klicken. Und da hören Sie einen Beitrag über die Einführung von elektronischem Gelde in China. Die Chinesen haben gerade in diesen letzten Tagen angekündigt, sie würden einen Konkurrenten zu Bitcoin einführen. Und wenn die Chinesen das machen, dann können sie darauf Gift nehmen, dass es sehr, sehr konzentriert und erfolgreich sein wird. Vor allen Dingen der Staat macht mit. Das heißt, der Staat hört auch mit. Das Bitcoin, das wir kennen, als kryptografisch sicheres Geld, wird es auch sicherlich in China sein. Aber die Chinesen werden sicherlich mal die Möglichkeit einbauen, mit zu verfolgen. Das heißt, gerade für Transaktionen mit zu steuern und zu besteuern. Also es ist eine interessante Entwicklung. Das heißt, die ganze Welt geht in diese Richtung. Und denken Sie mal darüber nach, was es für Zentralbankwesen für Implikationen haben wird, wenn es so weit kommt. Weil ich glaube nicht, dass der Westen da ruhig bleibt und gar nichts tut. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schlagartig zu mehreren Einführungen von elektronischem Geld kommen. Und wenn Sie wirklich Makro und Geld und Geldwesen verstanden haben, werden Sie auch verstehen, was es für eine interessante Sache ist für den Fortbestand des fraktionalen Reservesystems, das wir haben. Vielleicht auch nicht so gern trauen, aber wir haben es halt und Sie können vielleicht sich vorstellen, was es bedeutet. Aber wir gehen jetzt zurück in die Gegenwart. Also diese Entwicklung werden sicherlich 10 bis 20 Jahre brauchen, um Realität zu werden. Aber bis dahin haben wir immer noch das fraktionale Reservesystem. Wir verwenden Geldscheine, aber viel mehr Einlagen bei Banken. Und wir werden diese benutzen, um unseren Zahlungsverkehr abzuwickeln. Und wir haben den Begriff Geldmultiplikator eingeführt, um quasi den Zusammenhang zwischen den kontrollierbaren Zentralbankgeldformen und dem Ergebnis, der Geldmenge herzustellen. Diese war lange, lange Zeit, werden wir auch sehen, stabil. Wir haben auch für Deutschland gesehen, zu Zeiten der D-Mark und den Nationalgeldern von Europa, Kontinentaleuropa, waren diese Verhältnisse relativ stabil. Aber es steckt immer dahinter die Kreditvergabe der Geschäftsbanken. Und wenn diese sich irgendwie
gestört fühlt oder nicht richtig funktioniert, kann es tatsächlich dazu kommen, dass diese Multiplikatoren ins Wanken kommen. Die werden nicht so stabil. Dann müssen Sie auch verstehen, weshalb das so ist. Nicht? Das heißt, die Banken, den Banken gilt es auch auszuhelfen, wenn sie diese Hilfe brauchen, um das System zu sichern. Aber demzufolge müssen wir aufpassen, dass die Banken ihre privilegierte Position nicht ausnutzen. Viele von Ihnen meinen wahrscheinlich, dass wir viel zu viel getan haben für die Banken ex post. Das kann auch sein. Und deshalb gibt es umso mehr Regulierung heutzutage, um zu verhindern, dass es noch einmal passiert. Nicht? Also dieser Geldmultiplikator ist nichts anderes als das Verhältnis von der angepeilten Geldmenge und dem Zentralbankgeld oder Zentralbankgeldmenge. Manchmal wird das als Geldbasis bezeichnet oder M0. Und man kann es ableiten. Ich habe das auf Folie gebracht, einfach als Zusammenfassung, weil Sie das auch bei Grzegorz gesehen haben. Es gibt zwei Verhaltensweisen, die wir beachten. Erstens die effektive oder gesetzliche Reservehalten der Banken. Ich werde das alles diagrammatisch gleich nochmal zeigen mit den Bilanzen. Das sei RR, Verhältnis Reserven zu Depositen, zu Einlagen. Und dann gibt es CC, und das ist, was Sie entscheiden als Haushalte oder als Firmen, wie viel von meinen gesamt gewünschten Geldmenge, die ich halten will, per Theorie, will ich in Bargeld oder Giralgeld halten. Diese Abwägung hängt natürlich damit zusammen, wie viel möchte ich mit Bargeld bezahlen. Also Taxen zum Beispiel nehmen immer noch nicht Kreditkarten oder meine Bankkonten. Ich kann nicht eine direkte Überweisung an manche Taxen. Ob das nicht mal eigentlich mit Uber nicht stimmt. Also wenn Sie mit Uber in London fahren oder in Washington, geht das ganz fix ohne Cash. Das ist eigentlich eine der schönen Sachen, weil es tatsächlich, manche können auch verfolgen, wo Sie das Taxi hinführt. Aber in Deutschland will man das nicht, das will ich gar nicht kritisieren. Wir haben zwei Verhältnisse und dann müssen wir mal gucken, was es bedeutet. Also RR heißt nichts anderes auf der linken Seite bei den Geschäftsbanken, ein Verhältnis zwischen den Aktiva-Posten Vault Cash Reserven, also eigene Bankeinlagen bei der Zentralbank im Verhältnis zu den Einlagen von den Kunden. Nicht nur bei den Banken ist es kontinuierlich nach unten gegangen, weil man davon ausgegangen ist, dass die Menschen eigentlich gar keine Bedürfnis haben, ihr Geld abzuheben. Das machen sie selten, nicht? Und daher könnte man beobachten, dass diese RR kontinuierlich in den letzten 20, 30 Jahren nach unten gegangen ist. Es gibt einige Länder allerdings, wo es gesetzlich auf 10% fixiert ist oder auf 12%. In China ist es relativ hoch, aber in der Europäischen Währungsunion ist es 0,02, also 2% Reservepflicht. Das heißt, die meisten Banken, die überhaupt Reserven halten, halten das darüber hinaus. Man spricht von Exzess, Überschussreserven. Nicht? Also es ist so eine Vorsichtsmaßnahme der Geschäftsbanken, um zu sichern, dass wenn die Kunden auftauchen und plötzlich 50.000 abheben wollen, dass irgendwie mal das Liquide dabei ist. Aber die Banken sind, wenn sie solvent sind, haben sie natürlich Aktiva, um das abzudecken. Manchmal muss man was verkaufen oder vielleicht einen Kredit auch bei der Zentralbank aufnehmen oder vielleicht von einem konkurrierenden Bank irgendwie mal eine Ausleihung bekommen. Hingegen CC ist ein anderes Verhältnis, da geht es um Sie, um die privaten Nichtbanken. Wie viel von Ihrer M1 oder M2 wollen Sie in Cash, in der Tasche, im Zuhause, unter dem Kopfkissen oder bei den Firmen in den Kassen sozusagen zu halten? Das ist ein anderes Verhältnis, das hat andere Gründe. Auch mit Transaktionswünschen und Frequenz und ja, Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht eine Kreditkarte hat, die nicht akzeptiert wird, eine Debitkarte, die nicht akzeptiert wird. Bitte seien Sie im Sicheren, was das heißt, was eine Kreditkarte ist. Kreditkarte ist eigentlich kein Geld per se, es ist ein Zugang zu Geld. Es ist ein beschleunigter Zugang zu Ihren Konten. Und wenn Sie eine Debitkarte haben, dann heißt es, zum Tagesende wird und zum Wochenende wird Ihr Konto abgeräumt, insofern Sie bezahlt haben mit dieser Karte. Aber die Karte ist selber nicht Geld. Es ist ein Zugang zu Ihren eigenen Konten oder zu einem Kreditrahmen. Dabei werden Geld geschaffen. Nicht? Also diese beiden Dinge kommen zusammen. Wir haben vier Gleichungen in vier Veränderlichen. Das können Sie alles nachvollziehen. Das sind alle clevere
wie ich, Halbmathematiker. Und dann können Sie mal nachrechnen, wie man aus diesen vier Gleichungen vier endogene Größen bekommen. Und daraus können Sie den Geldmultiplikator ableiten. Und das Schöne an dieser Formel ist, man sieht genau, was das Problem ist. Dieser Multiplikator kann rauf und runter gehen, insofern oder inwiefern CC und RR sich bewegen. Und wenn Menschen plötzlich mehr Cash haben wollen im Verhältnis zu ihrer M1, dann wird dieser Multiplikator nach unten gehen. Ebenso, wenn die Banken plötzlich mehr Reserve halten, das heißt weniger Ausleihungen machen oder eine Art Vorsichtskasse halten, wird es auch zu weniger Geldschöpfung führen. Solange diese beiden Größen konstant bleiben, ist alles in Ordnung. Aber gerade in der Finanzkrise ist eine von diesen Größen absolut anders geworden, also verrückt. Und das ist nicht CC. Die Menschen haben eine ganz stabile Geldhaltung in ihren Taschen. Sie sind alle ganz brav und halten 10% oder 7%, je nachdem, was sie machen, ihre Cash-Bedürfnisse in Geld, in Cash, von der M1-Größe oder von der M2-Geldmenge. Aber bei den Banken ist RR nach der Finanzkrise nach oben gegangen. Sie wollten vor allen Dingen in Europa keine Kreditgeschäfte mit den zusätzlichen Reserven, die sie hatten. Und sie hatten es zum Teil zurückgezahlt an die Zentralbank, das werden wir gleich sehen. Also diese Stabilität des Geldmultiplikators ist gerade an RR gescheitert oder hat sich geändert. Hat man also plötzlich gesehen, wenn die Banken tatsächlich unter sich keine Kreditgeschäfte machen oder mit uns Privaten keine Geschäfte machen, dann kann es tatsächlich zu einer massiven Veränderung des Verhaltens des Geldangebots und demzufolge zu großen Herausforderungen an die Geldpolitiker. Und wenn Sie wirklich intelligent die Finanzkrise verstehen wollen, ist das der Grund, weshalb wir Quantitative Easing haben. Der Grund, weshalb die EZB massiv eingestiegen ist, ist, weil diese RR in die Höhe geschossen ist. Man hat gesagt, okay, wir müssen so viel Geld reinpumpen, so viel Zentralbankgeld, um zu konterkarieren, dass die Banken gar keine Ausleihung machen wollen. Die zahlen sogar ihre Kredite gegenüber der Zentralbank zurück. Und ich werde es Ihnen gleich zeigen. Diese Krise ist einmalig in den letzten 50 Jahren. Wir haben eigentlich die Europäische Zentralbank sowieso nicht mal 15 Jahre. Also was interessanter ist, ist diese Erfahrung, die man auch in den USA und Europa in den 30er Jahren, ähnliche Erfahrungen, das heißt, die Geschichte wiederholt sich und zwar auf störende Weise. Was Sie hier sehen, sind zwei Zeitreihen, 2000. Also die erste blaue ist so ein Maß für die Gesamtbilanzlänge der Europäischen Zentralbank. Also quasi in diesen Bilanzen, die ich gezeigt habe, das ist die Länge, das ist die Bilanzsumme. Das ist ein Indikator dafür, was für aktiver die EZB gegenüber den Nichtbanken und den Banken hat. Und Sie sehen, dass so unmittelbar nach der Finanzkrise Griechenland und Portugal und Spanien stieg diese Bilanz an. Das ist so ungefähr 2011. Und dann ist es plötzlich zurückgegangen. Und dieser Anstieg war die Anleihenankäufe der EZB, um quasi diese Länder zu unterstützen, weil sie eine Krise hatten, eine Refinanzierungskrise, konnten nicht mehr zu normalen Zinssätzen refinanzieren. Aber da sehen Sie einen Rückgang. Das heißt, in dem Moment, wo so viel Liquidität am Markt war, haben die Banken ihre eigenen Ausleihungen und ELTRO und sonstige Liquiditätsmaßnahmen zurückgezahlt. Die Banken haben zurückgezahlt. Die wollten ihre eigenen Bilanzlängen verkürzen. Und wenn das passiert, dann hat die Zentralbank weniger Hebel, natürlich über den Geldmultiplikator als sonst. Und zum Schluss sehen Sie 2014, 15, das ist die bekannte Ankündigung von Draghi. Ich tue alles, was notwendig ist, um den Euro zu retten. Und dieser dramatische Anstieg der roten Kurve sind diese Zentralbank-Zukäufe von Anleihen aus allen Ländern, nicht nur aus Griechenland und Spanien, sondern auch aus Deutschland, um quasi Liquidität in das System einzuspritzen. Aber Sie sehen, der Anstieg der Bilanz ist nicht mal pari passu. Das heißt, die Banken haben immer weiter ihre Aktivitäten am Kreditmarkt reduziert. Und wenn überhaupt, haben sie wahrscheinlich sich in eher spekulativen Geschäften engagiert. Und das ist natürlich besorgniserregend. Deshalb machen Menschen Sorgen um Aktienblasen, Immobilienblasen und so weiter.
Aber schauen Sie das mal ganz genau an. Sie sehen gerade diese weniger Reagibilität oder Reaktion der Gesamtbilanz der EZB im Verhältnis zu den Anleihenkäufen. Also diese rote ist die Security, Open Market Security Purchases, also die aktivierte Ankäufe von Staatsanleihen aus allen EZB-Ländern, Euroraum-Ländern, ist nicht so wirksam, wie es hätte sein müssen. Aber es führt dazu, dass das ganze System ein bisschen amerikanisiert wird, weil in Amerika die ganzen Offenmarktgeschäfte werden natürlich über Staatsanleihen getätigt und die direkten Engagements der EZB mit Geschäftsbanken geht zurück. Das könnte man deuten als eine Systemveränderung, die wir jetzt betrachten. Das ist eigentlich sehr interessant und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann gibt es eine Menge Literatur dazu. Also zusammenfassend wissen wir, die Zentralbanker oder Banker machen verschiedene Dinge, aber sie können nicht alles machen. Sie können nicht gleichzeitig Zins steuern und Geldmenge steuern. Also man kann sich dazu bekennen oder zu dem anderen, aber letztendlich, wenn man die Zins richtig steuern will, wie man es heutzutage in Europa, in Frankfurt macht, muss man in Kauf nehmen, dass die Geldmenge Fluktuationen ausgesetzt, dass die Geldmenge Fluktuationen ausgesetzt ist, dass es große Schwankungen in der Geldmenge gibt. Das haben wir gesehen, nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. In schlechten Zeiten geht die Nachfrage nach Geld nach unten. Die M1-Geldmenge steigt nicht so schnell wie die EZB-Offenmarktoperationen. Wenn Sie den Satz verstanden haben, haben Sie verstanden, wie die Geldpolitik funktioniert. Allerdings, wenn man sagt, okay, ich will nur die Geldmenge steuern, weil ich von Inflation besessen bin, muss man auch in Kauf nehmen, dass die Zinssätze sehr, sehr viel schwankt. Und das mag die reale Wirtschaft nicht. Nicht nur die Industrie und Firmen, die Kredite aufnehmen, sondern auch Haushalte mögen das nicht. Wenn sie kurzfristige Kredite aufgenommen haben und dann die Zinssätze steigen, dann müssen sie mehr belastet werden. Es ist auch nicht schön. Insofern die Praxis in der Geldpolitik seit ewig ist, die Zinssätze zu glätten. Eigentlich seit der Gründung der Federal Reserve System ist es ein Ziel, die Zinssätze für die Wirtschaft zu glätten. Und gerade zu Zeiten, als die USA mehr aus Landwirtschaft bestanden, war das immer so wichtig, gerade die Zinssätze im Frühling ein bisschen beim Ansteigen zurückzuhalten, weil gerade alle Bauern Kredite aufnehmen wollten, um Saat zu kaufen, um quasi ihre Landwirtschaft zu betreiben. Und diese Fluktuationen waren eigentlich relativ massiv und saisonal bedingt. Also das haben wir abgebildet, ich gehe nicht wieder darauf ein, aber es ist interessant und wichtig für Sie zu verstehen, wie diese beiden grafisch abgebildet werden können. Also heutzutage haben wir tatsächlich eine Zinspolitik der EZB, die auf den Marktzins direkt einwirkt. Und heutzutage ist eben der Zins so niedrig, dass weitere Zinsschritte nach unten eigentlich nicht mehr möglich sind. Nicht? Also es ist sehr schwer, den Zinssatz in der jetzigen Situation weiter zu senken. Wir haben eine Situation der niedrigen Inflation. Deshalb hat man zu dieser Quantitative Easing gegriffen, um eben andere Auswirkungen der Geldpolitik zunutze zu machen, zum Beispiel den Wechselkurs zu beeinflussen. Direkte Ankäufe von Staatsanleihen aus dem Euroraum führt dazu, dass Menschen ihre Portfolios umschichten und mehr Dollar kaufen. Und das führt dazu, dass der Dollar oder andere Währungen ansteigen und dass diese Abwertung des Euro kann auch nachfragestimulierend wirken. All das werden wir später in Makro 1 und 2 ansprechen. Es kann natürlich auch sein, dass die Zentralbank behaupten, okay, wir machen diese Interventionen, aber wir werden auch versuchen, mal den Euro-Abwertung oder diese Euro-Abwertung abzufedern oder sogar zu vermeiden. Aber das würde bedeuten, in dem Moment, dass man Dollar verkaufen würden aus den eigenen Beständen und das würde auch zu einer kontraktiven Geldpolitik führen. Und das wäre natürlich genau das gegen den Sinn der ganzen Übung. Also indem man eigentlich expandieren will, müsste man eigentlich die Bilanzlänge erhöhen und gleichzeitig
Dollar aus den Dollarbeständen der Zentralbank zu verkaufen, würde eigentlich dagegen wirken. Das ist ein schönes Beispiel, auch in dem Lehrbuch, wie die Dänen mit diesem Problem umgehen. Die haben genau dasselbe Problem. Sie wollen den Wechselkurs Krone zu Euro fixieren, aber sie können keine unabhängige Geldpolitik in dem Moment haben. Sie müssen quasi ständig auf diesen Wechselkurs schielen. Und wenn der dänische Zentralbank feststellt, dass die Nachfrage nach Kronen ansteigt, dann müssen sie tatsächlich aus dem Eurobestand verkaufen. Wenn sie das tun, dann haben sie gar keine geldpolitische Handhabe mehr. Die wirken selber kontraktiv oder hier expansiv. Nimmt dieses Werkzeug aus der Hand. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass die Zentralbank mehrere Funktionen hat. Es ist nicht nur, um die Geldwertstabilität zu sichern. Es gibt andere Dinge, die die Zentralbanken machen, und die werden heutzutage sehr, sehr häufig vergessen. Aber wenn Sie als intelligente Makroökonomen darüber nachdenken, werden Sie auch sehen, die eine ist sozusagen ein Übel für viele, also man darf das nicht, aber wenn man die Geschichte der Zentralbanken anguckt, waren die Zentralbanken immer gegründet halbwegs mit der Absicht, Staatsfinanzen mitzufinanzieren. Napoleon hat festgestellt, diese Kriege waren sehr teuer, und die Reichen haben das immer nicht immer so ganz freiwillig finanzieren wollen zu den Zinssätzen, die Napoleon für richtig gehalten hat. Und deshalb wurde die Banque de France gegründet. Nicht? Man kann das Geld einfach schaffen. Man kann Ausleihungen direkt an den Staat machen, und da entstehen Verbindlichkeiten der Zentralbank. Whoopi, das ist Geld, man kann es verwenden, alles klar. Nicht? Man muss nur aufpassen, dass es nicht außer Kontrolle gibt. Und Länder, die viel Krieg führen, haben große Defizite, drücken viel Geld über die Zentralbank und haben Inflation. Das sehen Sie heutzutage. Ich werde die Namen der Länder nicht erwähnen. Ja, aber Sie sollen sich mal vorstellen, dass es historisch bedingt ist, dass wir diese Zentralbanken haben. Die haben andere Vorteile, aber letztendlich sind sie manchmal, und das haben wir auch im 20. Jahrhundert gehabt, die Diktatoren greifen immer zu den Zentralbanken, wenn sie Finanzierungsbedürfnisse haben. Weil eben diese Seniorage Rights, das Recht, irgendwie Geldschöpfung für den eigenen Zweck auszunutzen, liegt beim Staat. Und wir haben das in Simbabwe gesehen, wir sehen es in anderen Ländern, in Europa sogar. Also es gibt auch Vorteile davon. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Naturkatastrophe und die Finanzierung gar nicht offensichtlich ist. Wie kann ich mal, wenn es wirklich Erdbeben in Portugal gibt, wie kann ich mal den armen Portugiesen aushelfen? Vielleicht ist der portugiesische Staat auch mal pleite. Man könnte sich vorstellen, über die Zentralbank kurzfristige Hilfen oder Finanzierung. Das ist nicht unbedingt vorgesehen, aber glauben Sie mir, in Krisenzeiten sind Menschen sehr erfinderisch. Ist immer so. Ich meine, Europa ist noch kein Nationalstaat, aber so werden Nationalstaaten zusammengeschweißt. In Amerika ist es auch so, bei den großen Krisen hat die Fed, zum Beispiel bei der Rettung von AI, von Fannie Mae, Freddie Mac und die Übernahme, weil bei der Übernahme von AIG hat die Fed massiv mitfinanziert. Die Bilanz der Fed ist in diesen Jahren um 1 Billion verlängert worden durch diese Zukäufe und Kreditgeschäften mit den versagenden Finanzinstituten. Also man kann das natürlich als Verwendung eines Monopolrechts des Staates, Geldschöpfung, Seniorage heißt es, Seniorage auf Französisch, und als nationale Option ist es nicht wegzudenken. Es gibt es da, und es ist vielleicht auch eine Möglichkeit, Europa in diese Richtung Nationalstaat oder Staatenverbund weiterzubringen. Sie sehen von dieser Tabelle, dass in den 80er, 90er Jahren waren diese Quelle Seniorage ganz groß, aber auch in den Ländern, wo Seniorage hoch war, war die Inflation relativ hoch. Das heißt, irgendwo holt das Spiel die Spiele auf und es geht nicht weiter. Also zu viel Geldschöpfung, Zimbabwe ist ein super Beispiel, oder Russland, gibt es tatsächlich irgendwann mal mittel- bis langfristige Inflation. Okay? Weil man das in Übermaß macht. Nicht? Also Geldmenge-Expansion kann tatsächlich mit der Wirtschaft mit,
mitziehen, aber nicht übertrieben sein. Zweite Funktion der Zentralbanken, die wichtiger ist für unsere Zwecke, ist die Geld- und Finanzmarktstabilität zu sichern. Ich habe schon gesagt, die Stabilität des Geldsystems, des Zahlungssystems, hängt mit der Stabilität der Banken zusammen. Finanzmarktstabilität heißt auch nicht, dass die Banken übertriebene Geschäfte machen, die riskant sind und bei Platzen von Blasen irgendwie zu Bilanzverlusten führen und möglicherweise Gefährdung der Einlagen, die sie verwenden, in Zahlungsverkehr. Und das ist gerade der Grund, weshalb die Finanzkrise den Staat gezwungen hat, um die Wirtschaft vor größerem Schaden zu retten, zu intervenieren. Und das beruht darauf, dass die Menschen, solange die Geldeinlagen benutzen und die Banken von anderen Banken die Geldeinlagen benutzen und Kredite vergeben, solange sie Vertrauen haben in dem Bankensystem. Und wenn diese gestört wird durch eine Bankpleite, kann das dazu führen, dass alle Angst haben und ihr Geld abheben und sich zurückziehen. Und das hat negative Folgen. Wir sprechen von Externalitäten. Ganz wichtige Folge. Und da muss wie Sie wissen, es kann zwei Gleichgewichte geben. Es gibt ein Gleichgewicht, wo kein Geld akzeptiert wird und das System kollabiert. Es gibt ein anderes, wo wir alle Vertrauen haben. Der Staat tut was. Vielleicht werden wir die Banker auch mal ins Gefängnis schicken, wenn sie was Unredliches gemacht haben oder was Illegales gemacht haben. Aber auch wenn nicht, haben wir das System und unsere Arbeitsplätze gerettet. Und das ist die Idee von einem Bailout. Und diese Zentralbank kann das explizit, das ist vielleicht eine schlechte Idee, wir wollen die Banken nicht zu schlechtem Verhalten verleiten, aber wir wollen eine implizite Garantie aussprechen, damit, wenn irgendwie was kracht, kann man das System tatsächlich aus der Patsche helfen. Also es gibt dazu andere Funktionen, die Zentralbank zum Beispiel des Europäischen Währungsraums hat auch die Funktion der Bankenaufsicht, das wurde zwangsläufig so, weil der Vertrag von Maastricht nicht vorgesehen hat, dass die Bankenaufsicht durch eine unabhängige Agentur oder von einer Institution übernommen wird. In den USA ist es eine unabhängige Institution, aber die Fed ist auch teilweise dabei, nicht? Es gibt auch bundesstaatliche Instanzen. Es gibt diese Möglichkeit hat Vor- und Nachteile. Also eigentlich hat es eher Nachteile, weil die Banken natürlich wie Kraken überall sind und es hat keinen Sinn irgendwie in Idaho irgendwie einen Bankenaufsicht zu haben, wo diese gar nichts zu tun hat. Insofern hat man wie in Europa eine übergreifende Bankenaufsicht und das bildet natürlich Vertrauen. Gerade bei Einlagensicherungen, wenn Sie wissen, dass bis zu 100.000 Ihre Bankeinlagen gesichert sind, also sozusagen werden ausgezahlt, auch wenn es eine Bankkrise kommt, weil die Zentralbank vielleicht sogar mitfinanziert oder ein Fonds Auszahlung übernimmt, dann kann das auch Vertrauen bilden und dann heben sie ihr Geld nicht ab. Nicht? Das ist, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht, dass sie alle nahe zur Bank gehen und zum Geldautomaten mal ihr Geld abheben, wie in England 2007. Man spricht auch von Lender of Last Resort, nicht? Also quasi die letzte Instanz der Refinanzierung bei kreditwürdigen, aber nicht gerade liquiden Institutionen. Man will nicht insolventen Banken weiterführen. Das ist ein Fehler. Das wird vielleicht zu häufig gemacht. Vielleicht in Japan, hoffentlich nicht in China im Moment. Aber es gibt versagende Banken, die eigentlich geschlossen werden sollen. Und dann gibt es politischen Druck. Ja, wir retten mal die Bank und wir machen so eine Überbrückungsdarlehen oder Kredite. Und vielleicht soll man das gar nicht, weil die Kredite so faul sind, dass die richtig stinken. Und ich meine, man friert das Kapital bei dieser schlechten Verwendung ein und es wird nicht woanders hingebracht, wo es vielleicht nützlicher sein könnte. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also wir haben schon von den Reservesätzen gesprochen. Das ist so eine Möglichkeit, gesetzlich die Banken zu zwingen, hinreichende Liquidität auf der Aktiva-Seite als Einlagen bei der Zentralbank zu halten. Aber man kann natürlich auch sagen, selbst wenn eine Bank sehr liquide ist, kann es sein, dass die Menschen der Bank sowieso nicht trauen, weil die Bank gar kein Kapital hat. Die Bank hat vielleicht negatives Kapital, weil die Bank spekuliert hat,
teure Geschäfte gemacht hat, die sind alle zahlungsunfähig und die Bewertung, diese Investition ist so gefallen, dass das Kapital, also das Net Worth Equity, ist negativ bei der Bank. Im ersten Fall ist dann werden die Menschen niemals ihr Geld zu dieser Bank bringen. Das ist eine Insolvenz. Und um Insolvenzen zu vermeiden, hat man sich was anderes ausgedacht, Eigenkapitalquoten. Und das wird auch sehr häufig diskutiert. Die Banken sind in Europa etwas unterkapitalisiert im Vergleich zu der Welt, zum Weltstandard. Das heißt, wenn sie eigentlich vorsichtig wären, wenn sie viel Geld haben, dann gehen sie nicht zu irgendeiner Bank, sondern sie gehen zu einer Bank, die Kapitalpuffer hat. Auf der rechten Seite, die Eigentümer der Bank haben auch etwas Haut im Spiel sozusagen, Skin in the Game. Und wenn das der Fall ist, dann bildet das auch ein bisschen Vertrauen. Und wenn nur 3% der Bilanzsumme dabei ist, dann, naja, das ist das die Spiel mit anderen, mit Geld von anderen und nicht mit dem eigenen Geld. Ich gehe davon aus, Sie verstehen, was es ist. Sie sind alle halb Betriebswirte in unserem schönen Studium. Insofern, ich gehe nicht so sehr darauf ein, aber es ist interessant zu sehen, das ist die andere Möglichkeit, quasi abgesehen von dieser Reservesatzregulierung wie in China zum Beispiel oder in Indien, kann man tatsächlich einfach auf die Banken direkt einwirken, auf ihre Kapitalquoten. Es muss genug Net Worth, also Equity, Eigenkapital sein, um im Verhältnis zu den Ausleihungen und sonstigen Kreditgeschäften, die diese Bank getätigt hat. Okay, das ist auch ein Ziel der Zentralbankpolitik, dies mit zu beeinflussen, wenn nicht direkt zu beeinflussen. Okay, in der letzten Stunde oder 50 Minuten möchte ich mal auf die Wirtschaftskrise in den 30er Jahren ein bisschen schildern als Lehrbeispiel für unser Fach. Also ich werde das mal einleiten, um hervorzuheben, wie die aggregierte Nachfrage kurzfristig eigentlich König ist bei der Bestimmung des Bruttoinlandsproduktes. Sozusagen, also die vorwiegenden Einflüsse in der kurzen Frist sind eben Nachfrage gesteuert. Langfristig ist es wichtig, dass die Angebotsseite mitzieht. Ich bin der Erste, der das behauptet, aber wissenschaftlich gesehen müssen wir eine Weile warten, bis diese angebotstheoretischen Effekte greifen. Siehe Portugal, Griechenland, Irland. Selbst wenn gute Politik eingesetzt wird, dauert das Zeit. Denken Sie an die Hartz-Reformen. Kurzfristig hat es ganz andere Folgen. Zum Beispiel in Griechenland hat man aufgrund der Sparmaßnahmen negative Folgen. Also die Griechen haben im Prinzip das erlebt, was die USA und Europa in den 30er Jahren haben. Und ich möchte deswegen eine kleine Abfolge der Ereignisse damals schildern. Zum Teil haben sie hier sich abgespielt, hier in der Burgstraße, weil das also da drüben war die Börse der Weimarer Republik, nicht Frankfurt. Nee, damals war Berlin eigentlich, ja. Und die Leute, die hier gesessen haben, das war auch ein Hörsaal damals, die haben alle in ihre Praktika-Zeiten, damals gab es auch Praktika, die sind durch den Tunnel gegangen, sind zu der Börse gegangen, haben am Parkett gesessen, vielleicht haben sie sogar ein bisschen mitgezockt. Aber auf jeden Fall haben sie beobachtet, wie ein Finanzmarkt, eine Präsenzbörse funktioniert. Das war eine Handelshochschule hier, Sie müssen das alles, ja? Das war die Berliner Handelshochschule, gegründet durch Privatgeschäftspersonen. Und daraus werden wir mal sehen, was man für die letzte Wirtschaftskrise 2008-2009 mit den Folgen danach sehen kann. Da sind zwei Abbildungen von einem Gebäude, das nicht mehr existiert, aber das war gerade da nebenan. Also jetzt, wo dieses Bürogebäude ist, war dieses schöne, wunderbare das Börsenhaus oder die Börse von Berlin. Und damals hieß die Burgstraße, das war gleichzusetzen mit Wall Street. Also die deutsche Bevölkerung hat immer von der Burgstraße gesprochen. Nicht? Also schauen Sie mal nach im Lexikon von 1927. Ganz deutlich, das war so ein Ausdruck in alle Munde. Man sieht, die Deutschen waren immer gut beim Maschinenbau. Und zwar in den 20er Jahren waren sie auch sehr gut.
aufgrund der Abwertung und der ja, Strafmaßnahmen nach dem Versailler Vertrag gab es eine Abwertung der deutschen Währung. Die Löhne waren relativ mäßig, die Kosten waren niedrig, die Maschinen waren billig und es gab Finanzierung, nicht nur im Inland, sondern im Ausland. Die Amerikaner haben diese kräftig mitfinanziert. Umgekehrt, dieses Mal in 2007, 2008, die Deutschen haben die amerikanischen Unsinn finanziert. Damals haben die Amerikaner den deutschen Unsinn finanziert. Also eine wahnsinnige, so ein Anstieg der Aktienpreise in Deutschland, das sind Mittelwerte und gerade Kapitalgüterproduktion, sprich Maschinen. Und die Deutschen waren nicht nur beim Maschinenbau im engeren Sinne, sondern auch bei Elektrotechnologie und so weiter, ganz weltführend. Dann gab es 27 einen kleinen Rückgang. Und erstmal war das nicht nur klein, aber groß genug, um amerikanische Investoren wachzurütteln. Sie haben plötzlich ihre Engagements zurückgeholt, weil ihre Banken Kapitalverluste nicht unbedingt zeigen wollten. Und abzudecken haben sie gesagt, ja, verkaufen wir. Wir nehmen unsere Profite mit. Das führt zu weiteren Kursrückgängen. Und zwar nach unserer Theorie des Tobin'schen Coup tatsächlich zu einem Rückgang der deutschen Industrieproduktion in Werkzeugmaschinen, in Elektrotechnik. Und das hat natürlich wahnsinnig große Auswirkungen. Das waren hochbezahlte Arbeitnehmer, das war ein sehr, sehr aktiver Anteil der deutschen Industrie und das hatte Rückkopplungen auf die gesamte aggregierte Nachfrage. Und Sie sehen, es ging wirklich sehr, sehr weit zurück und sehr langfristig zurück. Aber das war eigentlich nur Deutschland, aber es gab natürlich weitere Folgen in den USA. In den USA sind nicht sehr, sehr lange danach, ist es nicht sehr lange danach dazu gekommen, dass auch ein Börsenkrach gekommen ist. Das war allerdings Oktober 29. Und man fragt sich, warum es so plötzlich an dem Tag und nicht gerade 27, Januar 27, als es mit dem deutschen Krach losging. Diese Dinge wurden damals nicht so schnell heute mit Internet. Nicht? Man hatte Telegrafen und es war ein bisschen kompliziert und man war nicht so sicher, ist es wirklich ernst in Deutschland oder nicht. Und dann hat man vielleicht in einem Jahr die Bilanz von den Filialen gesehen, naja, es sieht ein bisschen böse aus und so weiter. Trotzdem, es kam schlagartig, weil die Banken sich selber, die amerikanischen Banken, sich auch übertrieben haben. Die haben damals wahnsinnig große Kreditgeschäfte für Aktienkäufe gemacht. Das ist heutzutage illegal. Das ist, als würden Sie mal zum Casino gehen und sagen, ich möchte mal 200.000 und mal ein bisschen das alles mal verzocken. Das war damals erlaubt. Es ist übrigens in China erlaubt gewesen, bis zur letzten Krach. Die Chinesen haben genau dasselbe gemacht. Ich weiß es aus erster Hand. Mein Doktorand hat mir das erzählt. Der ist jetzt in China und versucht, das alles zu retten. Auf jeden Fall sehen Sie die Konsequenzen, das ist Orderbook, also die Aufträge für Werkzeugmaschinen in den USA, ist auch zurückgegangen. Und warum hacke ich auf die Werkzeugmaschinen? Das sind Investitionsgüter, also I. Und Sie werden sich erinnern, wir haben schon mal gesagt, I ist sehr volatil. I ist immer so ein Treiber der Rezession, wenn es kommt. Also die syrischen Investitionen sind auf Null gegangen. Sie haben echte Probleme in Syrien, also schon seit 3 Jahren. In Griechenland, nach der Wirtschaftskrise, Investitionen auf 20% gesunken. Nicht? Das sind die schwankenden Dinge, die wirklich eins zu eins in die Nachfrage gehen, aber sehr schnell umgekehrt werden können. Also die Menschen kriegen Angst und sagen, ja, da investiere ich nicht. Es hat keinen Sinn, irgendeine Fabrik zu bauen, wenn die Wirtschaft kollabiert. Ich warte mal bis nächstes Jahr, vielleicht wird alles besser. Also diese Art von Verhalten führt zu solchen Schwankungen. Und das ist genauso in den USA geworden. Also Sie können sehen, wie stark dieser Index für Aufträge, sprich Investitionen, wie stark sie zurückgegangen ist. Und das schlug natürlich sofort in die Nachfrage. Aber vielleicht die Hintergründe zu verstehen, bis 27, bis 28, 29 in Oktober New York, gab es tatsächlich technologische Entwicklungen, die sehr positiv waren. Das haben Sie vielleicht aus der Wirtschaftsgeschichte schon mal gelernt. Damals war es Radio, Prozessinnovationen am Fließband, Fordismus, also Automobilproduktion. Das führte zu wahnsinnigen
wahnsinnigen Lohnanstiegen für Arbeitnehmer. Ford hat plötzlich $5 pro Tag gezahlt, freiwillig, hat es selber angekündigt. Und das spornte natürlich andere Firmen an, gleiche Löhne zu zahlen. Die Gewinne waren exorbitant gestiegen. Es gibt eine Firma, die heißt RCA, Radio Corporation of America, und da konnte man diese Aktie, glaube ich, an so Anfang der 20er Jahre für $40 kaufen. Und zum Zeitpunkt vor dem Crash war das bei 160. Solche Schwankungen sind sehr schwer mit der Realität zu verbinden. Und man ist immer schlauer nachher, aber man weiß, diese Radio ist tatsächlich gekommen und gegangen. Wer hört Radio jetzt? Das machst du alles über Internet. Aber auf jeden Fall war das eine sehr, sehr produktive Geschichte, als es gekommen ist. Es ist teilweise nützliche Innovation, teilweise überschwängliche Börsenreaktion. Und zumal die Kreditgeschäfte durch die Banken das mitfinanziert haben, sprich auch Expansion der Kreditgeschäfte, Geldmenge etc., führt es zu einem Boom. Und dann gab es nach dem Einbruch der Produktion, Einbruch der Beschäftigung, Einbruch der aggregierten Nachfrage. Man hat wirklich die klare Evidenz dafür, dass kurzfristige Schwankungen der Nachfrage ausschlaggebend sind für die Entwicklung des BIP und des kurzfristigen, der kurzfristigen Produktion. Sie sehen das hier in dieser Grafik. Also ab 1929 in den USA. Größte Schwankung bei Investitionen. Die Investitionen sind über 3 Jahre auf 20% gesunken. Das ist wirklich wie Griechenland, wie die DDR nach der Wende. Und hoffentlich nicht wie China in den nächsten Jahren. Das ist eine richtige Depression, weil Sie wissen, Investitionen machen ungefähr 20%, in China 40%. In Amerika 15% des Bruttoinlandsproduktes aus. Wenn das um 40-50% kollabiert, ist eine Menge Musik drin. Menge Arbeitsplätze, die plötzlich gefährdet sind und so weiter. Sie sehen, der Output ist pari passu nicht unbedingt, aber auf jeden Fall gesunken. Und der Konsum ist weniger gesunken, weil die Menschen nach unserer Theorie Konsum glätten. Man will das abfedern, nicht? Also man versucht irgendwie aus den Ersparnissen zu leben, vielleicht macht man ein bisschen mehr Arbeit nebenbei, man versucht irgendwie den Lebensstandard zu retten. Das machen auch die Griechen jetzt. Man sieht es ganz deutlich in den Statistiken. Am wenigsten ist der Konsum gefallen, aber er ist tatsächlich zurückgegangen. Also insofern, die makroökonomischen Dinge, die wir bislang studiert haben, kommen alle jetzt wieder zum Tragen. Und Sie sehen auch, dass die Wiedererholung der US-Wirtschaft mit Investitionen einherging, aber die Investitionen kamen nicht so richtig in Gang. Nicht? Also aus verschiedenen Gründen könnte man in der Wirtschaftsgeschichte das weiter vertiefen und ausführen. Aber Sie sehen ja, wie in den USA nach der Wirtschaftskrise 2008-09 ist die Investition angestiegen, aber schwächer, als man normalerweise erwarten würde. Die Beschäftigung ist mitgegangen, das heißt die Beschäftigung genau nach unserer Vorstellung einer Produktionsfunktion, die kurzfristig hauptsächlich von Arbeitskräften abhängig ist. Wenn Sie mehr produzieren wollen, müssen wir mehr Arbeitskräfte einsetzen. Wenn Sie weniger produzieren können oder wollen, müssen Sie weniger Arbeitskräfte einsetzen, müssen Sie Arbeitskräfte freigeben. Es kommt zu Arbeitslosigkeit, es kommt zu den üblichen Erscheinungen in einer Wirtschaftskrise oder in einer Rezession. Gleichzeitig sieht man auch, dass das Preisniveau in den USA gefallen ist. Und zwar ganz wenig verglichen mit dem Output-Rückgang. Also das heißt, die Preise sind in erster Linie etwas rigide, sprich erstes Jahr nach dem Einbruch, aber so allmählich hat sich das beschleunigt. Und es hat sich deswegen beschleunigt, weil man eigentlich die Geldmenge, das werden wir gleich sehen, hat kollabieren lassen. Anstatt dass man aktiv versucht hat, dagegen zu tun, wie wir das diesmal gemacht haben, hat man gesagt, die Banken seien alle dran schuld. Nicht? Also genau diese demagogische Stimme, die wir immer hören, hat man damals auch mal hören können. Und die haben gesagt, ja, schließen wir die Banken, das waren alle Zocker. Ja? Und damals haben sie leider diese Vorstellung nicht nur vertreten, sondern sie sind der gefolgt mit allen Folgen. Und das ist das Dilemma der Wirtschaftspolitik, ist, wie damit umgegangen werden sollte. Wir kommen gleich darauf zurück. Aber der Grund für diese Deflation, das heißt der Preisindex für BIP, dieser Paasche-Index, den Sie kennen,
Mann, was machen Sie mir da hinten? Also ich muss meine Vorlesung unterbrechen. Machen Sie auch einen Film von mir oder was? Müssen Sie auch mal das ausschneiden, ja? Also Sie können mal den Hörsaal verlassen, wenn es einfach zu viel ist, ja? Aber ich versuche mal, Sie zu unterhalten mit ökonomischen Inhalten. Ja, auf jeden Fall, Rückgang der Preise heißt Deflation, also negative Inflation. Und das ist die größte Befürchtung der Wirtschaftspolitik. Wenn sowas eintritt, dann sind alle nominale Verschuldungen quasi von Insolvenz gefährdet, weil ihre Nominallöhne natürlich auch mitfallen. Dann können sie nominale Verpflichtungen, Zahlungsverpflichtungen nicht mithalten. Und das heißt, die Banken werden auch demnach in eine gefährliche Situation kommen. Die Aktiva der Banken werden auch von der Bewertung her gefährdet. Also Deflation ist in einem Wirtschaftssystem eine gefährliche Sache. Gerade deshalb ist diese Rezession sehr lange. Deshalb sprechen wir von einer Depression, die wir auch sehr lange in anderen europäischen Ländern, wobei die Europäer durch die Entkopplung vom Goldstandard eine expansive Geldpolitik früher verfolgt haben wie die Amerikaner. Die Aktienkurse sind wirklich in den USA um 35% gesunken. Das war nicht nur für die Reichen ein Problem, sondern auch für die mittlere Schicht. Und es hat lange von Aktien tatsächlich abgeschreckt. Im internationalen Vergleich ging es nicht so schlimm einher. Aber jetzt kommt das nächste Kapitel, ist noch beunruhigender. Und das ist die internationale Seite, die internationalen Aspekte der Wirtschaftskrise. Ich meine, jedes Land hat gesagt, ja, Mensch, wir haben ein Problem. Wir müssen unsere Währung billiger machen, damit Leute unsere Güter kaufen. Aber wenn jedes Land das macht, kommt man in eine Spirale. Dass jeder das macht, kann das nicht sein. Es ist nicht möglich, dass jeder sich abwertet gegen allen anderen. Und es kann tatsächlich zu anderen Maßnahmen führen, wie Handelskriege. Also Protektionismus zu Importzoll, Importstopp und so weiter. Und zweitens kam die Tatsache, dass die Fed, die damalige Zentralbank, die Zentralbank der USA, eine restriktive Geldpolitik verfolgt hat. Gerade wo man eigentlich versuchen müsste, die Geldpolitik zu lockern, die Zinssätze zu senken, hat die Fed anhand der Bankpleiten, die gleich folgten, genau das Gegenteil gemacht. Die haben gesagt, ja, wir machen keine Bailouts. Wir machen keine Versuche, wir unternehmen keine Versuche, die Banken zu retten. Wir lassen sie einfach selber schuld. Wenn sie Geld bei der Bank hatten, ihre Schuld. Nicht? Also wenn die gesamte Geldmenge verpufft, okay. Das ist, dann nächstes Mal werden sie ein bisschen mehr Due Diligence machen. Das war die damalige Sprache. Nicht? Also die Leute sind selber schuld. Ja, sie hätten wissen müssen, dass diese Bank eigentlich nichts anderes als Kredit für Aktienkäufer finanziert. Warum legen Sie dort an? Warum bringen Sie Ihr Geld zu dieser Bank? Und diese massive Bankpleiten, die gefolgt sind, führten natürlich auch zu einer Schrumpfung der Geldmenge. Nicht nur der Geldmenge bei gegebenem Geldmultiplikator, sondern es auch zu einem Rückgang des Geldmultiplikators geführt hat. Und gerade deswegen sind nach 2-3 Jahren die Preise gesunken, weil die Geldmenge tatsächlich nach unserer Vorstellung der Geldneutralität nach 3-4 Jahren, eine schrumpfende Geldmenge führt zu schrumpfenden Preisen. Sie sehen mal die Einspielung von dieser Katastrophe letztendlich. Man sieht mal die Depositen der Geschäftsbanken in den USA nach der ersten Krise. Nicht? Das heißt, alle Leute sind zu einer Bank und haben versucht, mal abzuheben. Es kam zu einer Panik. Also wenn die Bank ein Problem hat, dann vielleicht soll ich zu meiner Bank hingehen und mein Geld abheben. Und wenn alle das tun, ist es garantiert ein Problem. Auch wenn alle Banken relativ gut aufgestellt sind. Nicht? Und wenn die Fed nicht aushilft mit Liquidität, ja, die Banken werden platzen. Und das ist tatsächlich passiert. Also diese Szenen sind aus Deutschland. Ich meine, es war nicht nur in den USA. In 1931 hat sich das sehr schnell herumgesprochen. Die Amerikaner haben Probleme mit ihren Banken. Ja, vielleicht haben wir auch Probleme mit unseren Banken, weil sie dort Einlagen haben. Die Menschen sind nicht blöd. Sie lesen auch Zeitungen.
Ja, und die Zeitungen haben damals relativ frei darüber berichtet, was vielleicht auch ein Fehler ist. Gucken Sie sich jetzt mal an, das sind Berliner Straßen voll Menschen, die alle die Banken bestürmen. Also das, was Unglaubliche, das ist Post-Checkbank, das ist Vorgänger von der Postbank. Ja, das ist ganz eigentlich relativ gut, Bank mit guter Reputation. Ja, und das können Sie sehen, wie das in den USA sich abgespielt hat bei der Geldhaltung. Diese beiden Kurven bilden ab, der Anteil von Bargeld, Currency, C, mit Depositen verglichen. Und Sie sehen, plötzlich wollen die Menschen tatsächlich Geld lieber Cash unter dem Kopfkissen als Depositen bei irgendeiner Bank, die vielleicht in Schwanken kommt. Und die Banken gleichzeitig haben auch weniger Kredite vergeben. Das heißt, sie hatten, also was die schwarze Kurve abbildet, ist das Verhältnis Excess Reserves, also Überschussreserven bei der Fed, bei den regionalen Feds, im Verhältnis zu ihren eigenen Depositen. Und nach der Krise, nach 1932, haben sie einfach gesagt, wir machen keine Kredite mehr. Wir halten das bei der Bank einfach als Reserve. Das führt zu einem Anstieg von RR und zu einem Rückgang des Multiplikators. Schauen Sie mal da die Formel an. Und da sehen Sie, das Verhältnis zwischen dem blauen und dem schwarzen ist dieser Geldmarktmultiplikator. Gerade ab 31 ist diese kollabiert. Und genau das haben wir in der europäischen Währung, im europäischen Währungsraum gesehen nach 2010. Genau diese Entwicklung. Die Banken machen weniger Kredite, vorwiegend im Süden, weil sie Angst haben, dass das nichts bringt. Das sind keine, ich meine, Gewinn muss dabei sein. Für eine Bank, es ist ein laufendes Unternehmen, man muss irgendwie die Angestellten bezahlen, man muss Mindestrendite für Eigenkapital abwerfen. Insofern ähnliche Situation, der Geldmultiplikator ist zurückgegangen. Nur nachdem Vertrauen hergestellt ist und die Banken wieder genug Eigenkapital haben, und Geschäftsideen haben oder irgendwie Möglichkeiten haben zu investieren, wird das wieder rückgängig gemacht. Und dann jetzt kommt der absolute Hammer. Damals hat die USA ab 33, bis 33, bis zur Wahl von Franklin Delano Roosevelt, hat sogar eine Austeritätspolitik verfolgt. Nicht? Also man hätte gedacht, gerade was in Griechenland praktiziert wurde und die Rezession verschlimmert hat, haben die Amerikaner auch gemacht. Und das war die Politik eines republikanischen Präsidenten, das ist der Herbert Hoover. Und er hat gesagt, wir müssen Amerika wieder stark machen, indem wir einfach den Gürtel enger schnallen und Beispiele setzen, zeigen. Also diese Zockerei muss beendet werden, wir müssen eine ordentliche Arbeitsethik wieder einführen. Das hat natürlich kurzfristige Konsequenzen. Weil die Nachfrage aus C plus I plus G plus PCA besteht und wenn G zurückgeht, in erster Linie geht auch die Output mit zurück. Und Sie sehen natürlich nach dem Regierungswechsel 33 hat Roosevelt expansive Wirtschaftspolitik versprochen. Und das sehen Sie, die grüne Kurve geht nach unten, das ist alles indexiert auf 100. Im Jahr 1929, da sehen Sie einen Anstieg der Staatsausgaben. Das hat tatsächlich zu einer Verbesserung der Wirtschaftslage, allerdings nicht so stark, wie man das vielleicht erwartet hätte. Also zusammengefasst, wegen der Rolle der Banken beim Zahlungsverkehr ist es wichtig, auch wenn man nicht total begeistert ist von der Idee und man weiß, was die vorhin gemacht haben, man muss eigentlich vor Schlimmerem zu retten, muss man die Banken tatsächlich helfen. Den Banken helfen heißt Bailout, vielleicht auch mit Bail-in von den Einlagen von anderen reichen oder wohlhabenden Senior Creditors. Also das ist auch eine Möglichkeit, aber damals gab es das nicht und heutzutage gab es auch nicht. Das hat man nur eingeführt mit der neuen Single Resolution Mechanism des europäischen Währungssystems bzw. der Bankenunion. Also eine Maßnahme wird es sein, dass
die Senior Creditors, also die Kreditgeber bei Banken, die häufig andere Banken sind, die ja eine bessere Bedingungen versprochen wurden, tatsächlich mit beteiligt werden an Bailouts und Workouts. Dass Bankrettung nicht nur auf Kosten der Steuerzahler erfolgt. Es folgt auch, dass restriktive Fiskalgeld und Geldpolitik kann kontraproduktiv sein. Es mag gut klingen, irgendwie zu predigen, wir müssen Disziplin in die Wirtschaft bringen, aber in erster Linie verursacht restriktive Geld- und Fiskalpolitik weitere Rückgänge der Wirtschaftsleistung. Wir werden das formalisieren in den nächsten Stunden und sehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass Handelskrieg und kompetitive Abwertungsmanövrieren das alles noch weiter verschlimmern und staatliche Konjunkturpakete eine gute Idee sein kann. Diese sind Lektionen, die wir zum Teil in der letzten Wirtschaftskrise gelernt haben. Wir haben die Banken nicht drauf gehen lassen. Wir haben auch Konjunkturpakete, auch wenn ein bisschen zu bescheiden. Wir haben versucht und erfolgreich abgewehrt, dass es Handelskriege gibt. Es gab schon Diskussionen darüber. Gerade kompetitive Abwertungen sind sehr ungern gesehen. Aber andere Dinge haben wir vielleicht vergessen, dass gerade in kleinen Ländern wie Griechenland das Austerität, der Versuch mal Zahlungsfähigkeit beim Staat wiederherzustellen, da tatsächlich kurzfristige Nachfrageauswirkungen haben kann. Und diese Austerität kann diese Situation noch weiter verschlimmern. Ja, die damalige Diskussion ist interessant. Ich meine, es soll hier keine Vorlesung in Wirtschaftsgeschichte sein, aber es ist interessant, dass Keynes damals gelebt hat und eigentlich in den 30er Jahren das Gebiet der Makroökonomie gegründet hat mit seinem Buch The General Theory. Also, der hat tatsächlich behauptet, klassische Sicht ist fein, aber kurzfristig müssen wir in der Gegenwart leben und in der Gegenwart scheinen sehr viele von diesen Maßnahmen andere Auswirkungen zu haben. Gerade was ich immer gesagt habe, die kurzfristige Wirkung der Nachfrage, die Rolle der Nachfrage bei der Bestimmung von BIP und von Preisen ist anders als in einer langen Frist. Deshalb machen wir Solo zuerst, das langfristige Ziel oder als Anker, aber um dorthin zu gehen, gibt es die Konjunktur und die Konjunktur wird meistens von der Nachfrage bestimmt. Die Nachfrage kann natürlich aus Konsum, Investitionen, Staatsausgaben und auch dem ausländischen Beitrag, dem Außenbeitrag bestehen. All diese Dinge sind für uns wichtig. Ja, wie bringen wir das alles zusammen? Deshalb müssen wir die Mathematik und die grafische Analyse anschmeißen, ansonsten kommen wir nicht weiter. Es ist nur erzählen, es klingt vielleicht schön, unterhalten kann ich auch, aber vielleicht nicht vollständig für alle. Aber auf jeden Fall müssen wir weiterkommen und deshalb müssen wir ein bisschen formal denken. Deshalb müssen wir auch überlegen, es gibt, ich meine, ich habe das ziemlich deutlich gemacht, es gibt die Nachfrage, bedingt durch den Zins- und Geldpolitik, und dann gibt es die Geldpolitik, die zum Teil bedingt ist durch die Wirtschaftslage. Und um diese gegenseitige Auswirkung zu verstehen, müssen wir tatsächlich als gebildete Ökonomen vom allgemeinen Gleichgewicht sprechen. Das ist das, was wirklich die Ökonomie schön macht, im Gegensatz zur Physik oder vor anderen Fächern, ist, dass wir tatsächlich eine aktive Rückkopplungseffekte ständig haben. Wir müssen immer da sehr, sehr sorgfältig darüber nachdenken. Also wenn ich diese Tasse fallen lasse, dann weiß man ziemlich sicher, dass es zu Boden fällt, nicht? Aber in der Ökonomie gibt es Rückwirkungen, es gibt andere Effekte, die vielleicht das bedingen und da müssen Sie sehr vorsichtig sein. Sie können nicht auch diese unbedingte Aussagen immer treffen. Man muss wirklich verstehen, was man beschreibt. Und gerade beim komplexen Wirtschaftssystem gibt es diese gegenseitige Bedingung. Deshalb werden wir teilweise Teile der Gleichgewichte beschreiben, Teilmärkte sozusagen. Wir werden vom Geldmarkt und vom Gütermarkt sprechen und später werden wir die internationale Seite einführen und dann können wir ein allgemeines Gleichgewicht da ableiten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann grafisch arbeiten mit Graphen, ist auch schön. Warum? Weil wir in zweidimensionalen sehr gern denken, also dreidimensionalen
Denken ist bei uns schon eine Herausforderung und nur Einstein und ein paar andere Leute sind so begabt, dass sie in 4 oder 5 Dimensionen denken können. Ich kann das nicht. Insofern mag ich für Marco 1 sehr gerne die grafische Möglichkeit zunächst einmal und dann kann man es ein bisschen mit Mathe und Analyse aufpäppeln. Wir werden von folgenden Annahmen ausgehen. Erstens, das ist nur eine Einleitung, nächstes Semester wird das erweitert. Wir werden einen unendlichen Horizont haben. Das ist üblich bei uns, weil die Menschen insgesamt sehr lange leben und abzinsen. Wir werden zunächst einmal eine geschlossene Wirtschaft. Ich werde die außenwirtschaftlichen Beziehungen gleich null setzen, einfach Ihnen zuliebe, einfach die Vereinfachung der Verhältnisse. Wir werden PCA gleich null setzen. Nicht? Das heißt, man kann schon damit die europäische Situation gut abbilden. Der europäische Wirtschaftsraum insgesamt ist eine halbgeschlossene Volkswirtschaft wie die USA. Export 10 bis 15%. Selbst wenn Deutschland sehr viel exportiert hat, das heißt nicht, dass alle Länder genauso viel exportieren. Wir werden von 2 Perioden ausgehen. Wir haben eine Zukunft und eine Gegenwart wie früher bei Robinson Crusoe. Nicht? Also das ist, man muss einfach mal sich überlegen, wie denkt Crusoe selber über die Zukunft. Und die Zukunftserwartungen bedingen die gegenwärtigen Aktionen, das Handeln von den Wirtschaftssubjekten. Wir werden Fiskalpolitik zunächst mal nicht endogenisieren, sondern exogen machen. Der Staat hat Steuerpolitik und das ist eine Erhebung, die das gar nicht vom Einkommen abhängig ist, einfach um ihr Leben leichter zu machen. Und Staatsausgaben sind auch exogen, um dieses Gleichgewicht zu beschreiben. Und dann werden wir die Geldpolitik, wir werden jeweils durch eine Geldmengenpolitik einfach mal kurz ansprechen und dann werde ich mal die sogenannte Taylor-Regel, das wird Sie in Marco für den Rest Ihres Lebens begleiten, eine sehr, sehr begründete empirische Feststellung, wie die Zentralbanken tatsächlich handeln, wie sie ihre Zinssätze setzen. Und ich werde die Inflation gleich null setzen. Das ist eigentlich konsistent mit einer keynesianischen Sicht oder einer monetaristischen Sicht oder einer langfristigen Sicht, wo die Geldmenge konstant bleibt. Wir wollen erstmal die Inflation ganz ruhig stellen. Das ist interessant, weil das uns eigentlich sehr schnell in diese keynesianische Modellierung verhilft. Später werden wir diese Annahme aufheben. Okay? Das heißt, keynesianische Annahme ist stabile oder gegebenes Preisniveau. Klassische Annahme, Preise sind flexibel. Das sind die 2 Extreme und die Welt bewegt sich irgendwo dazwischen. Zunächst einmal Gütermarktgleichgewicht. Es ist ganz einfach. Wir haben es schon alles gemacht. Auf der rechten Seite dieser Gleichung haben wir Konsumausgaben, 60 bis 70% der Gesamtwirtschaftsleistung. I, Investitionsausgaben. Ich rede nicht von dem Kauf Ihrer Wohnung oder von Ihrem Auto, sondern ich rede jetzt von Investitionen von Unternehmen in neue Produktionsanlagen, die gekauft werden in der Messperiode, in der Messungsperiode, in diesem Jahr oder in diesem Quartal. Oder Rechner. Das sind auch Investitionsgüter, wenn sie nicht für private Zwecke verwendet werden, sondern für Firmen oder für Betriebszwecke und abgeschrieben werden. Und dann die Staatsausgaben G1. Das sind alle mit Subscript. Wir werden sehr viel in Marco zukünftig mit Subskripten arbeiten, um die Periode anzuzeigen. Okay, diese 3 Komponenten, wir werden PCA, wie gesagt, außen vor nicht berücksichtigen. Wir haben eine funktionale Darstellung von diesen 3 Komponenten. Erstens die Konsumfunktion, hängt von Vermögen der Haushalte ab, positiv, und von verfügbarem Einkommen der Haushalte positiv ab. Und dann haben wir die Investitionsausgaben. Hier werden wir die Erwartungen erstmal kleinstellen. Das können wir später wieder aufleben lassen. Wir haben eine Abhängigkeit von Zins, vom realen Zins. Das war die Vorstellung. Die Firmen gucken sich mal die realen
Kosten der Investitionen im Verhältnis zu den Erträgen. Und wenn der Realzins ansteigt, dann sinkt die Investitionsbereitschaft, ceteris paribus. Und dann kommen die Staatsausgaben, die exogen modelliert werden. Und zumal wir keine Inflation haben, ist das gleich dem Nominalzins. Man kann auch, weil die klein i, sei der Nominalzinssatz, er ist nach wie vor der Realzinssatz. Inflation ist gleich null, deshalb können wir die beiden austauschen. Auf der linken Seite haben wir im Prinzip DD. DD ist Desired Demand, aggregierte Nachfrage. Und ich habe immer in dieser Vorlesung betont, die Musik spielt in der Nachfrage in der kurzen Frist. Die Bereitschaft der Menschen zu arbeiten, zu investieren, es kann sein, dass langfristig das sehr, sehr wichtig ist für das Wirtschaftswachstum, aber von Quartal zu Quartal geht es wirklich um die Nachfrage. Und das ist die keynesianische Vorstellung des Vorgehens im Wirtschaftssystem. Okay? Das heißt, wir sind einfach, und das ist die geplante Nachfrage. Und die geplante Nachfrage muss angeboten werden. Daher muss man auch fragen, wie wird diese Nachfrage tatsächlich geliefert? Und Keynes hat die geniale Idee, zu sagen, okay, die Firmen sind in kurzer Frist bereit, all das zu liefern, was die Märkte wollen. Das heißt, die Nachfrage spielt die Musik in der Wirtschaft. Eine kurzfristige Erweiterung der Nachfrage wird einfach von Überstunden, die Menschen werden ein bisschen länger beschäftigt oder man stellt neue Leute ein. Es gibt eine Möglichkeit, kurzfristig auf diese Nachfrageschwankungen zu reagieren. Das ist eine Annahme. Nicht? Das ist eine Annahme, die sicherlich nicht mittel- bis langfristig zutreffen muss, aber kurzfristig verdammt gut abbildet, was wir beobachten. Deshalb meine Prognose, wenn Sie es hören wollen, wir haben jetzt 1,1 Millionen neue Leute in diesem Lande, die müssen alle gefüttert werden, die müssen alle wo wohnen, die werden alle Geld ausgeben. Kurzfristig kommt das unausweichlich zu einer Erhöhung der aggregierten Nachfrage. Das heißt, jeder, der ein bisschen mit diesem Fach umgehen kann, wird kurzfristig eine Ausweitung des BIP in den nächsten Quartalen vorhersehen. Ceteris paribus, wenn nicht irgendwas Schreckliches noch passiert, woanders in der Weltwirtschaft. Deutschland wird kurzfristig einen Vorteil bezogen aufs Output und Steuereinnahmen und Beschäftigung, auf jeden Fall, auch wenn diese Leute nicht arbeiten, wird es tatsächlich zu mehr Produktion kommen. Wenn Sie das nicht glauben, gucken Sie sich mal 1990 an, als Deutschland wieder vereinigt wurde. Genau dasselbe. Ja, dasselbe ist passiert. Genau dasselbe. Im noch größeren Ausmaß. Überschwänglicher Optimismus, ja, nicht nur C, sondern auch I und G. Nicht? Und ich kann mit meinem beschränkten Wissen vorhersagen, dass es zu einer Ausweitung der Bruttowirtschaftsleistung in Deutschland führt. Ceteris paribus. Natürlich, wenn die Bundesregierung sagt, jetzt heben wir die Steuern an, wird es ein bisschen konterkarierend wirken. Aber auf jeden Fall Vorstellung DD, positiv geneigt, von Einkommen abhängig, Anstieg kleiner 1. Es gibt einen Schnittpunkt und dieser Schnittpunkt ist der Punkt, wo Y gleich DD 1 ist. Entlang der 45-Grad-Linie. Das heißt, eine Erhöhung der Nachfrage führt zu einer Anhebung dieser DD-Kurve, eine Absenkung, eine Staatsausgabenkürzung und ein Rückgang der Nachfrage exogen führt zu einem nach unten Ziehen dieser Kurve. Das heißt, die erste Kurve ist für uns schon gegeben. Wir haben die sogenannte IS-Kurve schon abgeleitet. Und das ist ein Verhältnis zwischen den Zins und Output bei Gleichgewicht am Gütermarkt. Und Sie werden bei Simon eine Übung auch sehen, aber bei mir jetzt, dass diese Kurve negativ geneigt ist. Und dann brauche ich nur eine zusätzliche Kurve und dann kann ich kurzfristig Output und Zins bestimmen. Das ist eine der wichtigsten makroökonomischen Werkzeuge, die Sie in diesem Semester lernen werden. Aber wir brauchen dazu die klassische Annahme bei gegebenen Preisen. Man kann es ausweiten und selbst bei flexiblen Preisen betrachten. Okay? Das heißt, die IS-Kurve sei definiert als die Menge im IY- oder YI-Raum,
alle Kombinationen von Zins, nominal und real, zumal Inflation gleich Null ist, und Y, die konsistent ist mit Gütermarktgleichgewicht. Und Sie können sich vorstellen, wenn der Zins höher ist, gibt es weniger Nachfrage, das heißt, weniger wird produziert und angeboten, deshalb ist diese Kurve negativ geneigt. Wir würden das natürlich im Detail gleich ableiten, aber Sie sehen ja, eine Anhebung oder eine Senkung des Zinssatzes hat wie eine exogene Auswirkung auf das Niveau der DD-Kurve haben. Hier geht es um eine Absenkung des Zinssatzes von I1 auf I1'. Da hebt sich diese DD-Kurve nach oben, Y geht rauf. Können Sie sich vorstellen, dass die abgeleitete IS-Kurve auf der rechten Seite der Abbildung negativ geneigt ist. Also man bewege sich von Punkt A zu Punkt B. Und der Anstieg dieser Kurve hängt von vielen Faktoren zusammen. Es hängt zunächst einmal von der Empfindlichkeit der Ausgaben auf Zins. Nicht nur die Investitionen reagieren auf den Zins, sondern möglicherweise auch die Konsumausgaben. Das ist eine empirische Frage. Und dann gibt es diese Rückkopplungseffekte, die ich gesprochen habe. Wenn mehr nachgefragt wird, mehr produziert, wenn mehr produziert wird, mehr verdient wird, mit mehr ausgegeben. Ihre Konsumausgaben werden auch mitsteigen. Man spricht von einem Multiplikatoreffekt. Okay? Das sind so klassische keynesianische Vorstellungen, die wir später vertiefen. Aber ich werde erstmal das alles ein bisschen anstreichen und noch einmal für den zweiten Anstrich nächste Woche. Und Simon wird das auch ein bisschen reinhämmern. Nicht? Weil wenn Sie weiterhin Marco, egal bei mir oder bei Lutz Weinke, spricht man tatsächlich von Geld- und Gütermarktgleichgewicht. Sei es in zwei Perioden oder unendlich vielen Perioden hat man dieselbe Aufgabe. Geldpolitik ist der andere Teil der Schere. Das ist die sogenannte Geldmarktgleichgewichtskurve. Früher hat man LM gelehrt, aber wir werden das nicht machen. Das heißt, falls Sie aus einer anderen Universität kommen, ja, LM. Ich sage einfach, wirtschaftshistorisch interessant. Damals hat man tatsächlich die Geldmenge über die Geldmenge bestimmt. Man hat tatsächlich sich vorgestellt, die Zentralbank interveniert, spritzt Geld durch Offenmarktpolitik ein oder zieht es ab durch Offenmarktverkäufe, um die Geld als Ziel zu steuern. Heutzutage macht man den Zins als Steuerungsgröße. Deshalb werden wir das nicht vertiefen. Aber Sie können das lesen, wenn Sie wollen. Ich habe das extra transparent gemacht, damit Sie es lesen können. Die Vorstellung ist, es gibt eine Geldmenge, es gibt eine Geldnachfrage und da ergibt sich ein Zins als Gleichgewicht. Und dieser Zins mit Output kombiniert führt zu einer positiv geneigten Kurve. Das war die LM-Kurve von Sir John Hicks in den 30er Jahren. Der erste richtig Standardträger für Keynes, der 1939 dieses sehr, sehr berühmte Papier geschrieben hat. Was wir machen, ist eine moderne Betrachtung. Okay? Die moderne Betrachtung ist eben diese Taylor-Regel. Und deshalb sollen Sie das mal aufschreiben. Das wird auf jeden Fall Gegenstand der Klausur. Hier geht es darum, dass Fakt, und das ist die Beobachtung seit mehreren Jahrzehnten, dass die Zentralbanken neigen immer dazu, zu reagieren, das ist ihre Politik, zu reagieren, wenn die Inflation zu stark ansteigt, und sie senken ihre Zinssätze, wenn die Inflation zu niedrig ist, in Bezug auf irgendein Ziel, eine Zielgröße, und obendrauf, wenn die Wirtschaft ein bisschen schwächer läuft, dann neigen sie auch dazu, die Zinssätze zu senken, und wenn die Wirtschaft überhitzt wird, werden sie die Zinssätze anheben. Das ist eine Regelmäßigkeit. Und jede Zentralbank hat eine Tendenz, diese Regel irgendwie auf ihre Art und Weise zu folgen. Und Professor Taylor von Stanford hat diese Taylor-Regel vor 30 Jahren irgendwie konzipiert, 25 Jahren, und hat das irgendwie 93 publiziert. Das ist sehr unauffällig gekommen. Dann haben alle gesagt, ja, das ist es, so ist es, weil es so gut klappt. Also A und B sei einfach Empfindlichkeiten der Zinspolitik auf diese jeweiligen Faktoren. Die sogenannte Inflationslücke, also inwiefern weicht die Inflation von einem Ziel, einem Zielwert ab, und dann inwiefern
ist Output weg von einer Trendlinie. Zum Beispiel in Deutschland ist man der Vermutung, dass Deutschland eigentlich vielleicht sogar über dem normalen Trend ist, weil dieser Trend hat sich tatsächlich sehr, sehr verbessert, aber in anderen Ländern ist es weit unterhalb. In Italien oder in Spanien hat man das Gefühl, da gibt es immer noch Überschusskapazität bei den Wirtschaftsunternehmen. Also wenn Nachfrage ein bisschen angekurbelt würde, dann könnte man tatsächlich das ohne Preisanstieg bewältigen. Das heißt, der Zins, der für Spanien und Italien passend ist, könnte sein, es ist nicht der gleiche, den wir brauchen. Nicht? Aber wir haben ein gemeinsames Geld. Das ist das Verhängnis einer Währungsunion. Und darauf kommen wir später zu sprechen. Aber in einem Raum hat man einen Zins, weil Geld austauschbar ist. Man kann über Grenzen hingehen und das weiter ausleihen. Auf jeden Fall, diese Taylor-Regel ist eine sehr gute Beschreibung von Zinspolitik einer Zentralbank. Und zumal B positiv ist, heißt es zwangsläufig, dass im YI-Raum dieser geldpolitischen Kurve positiv geneigt ist. Also I ist negativ geneigt und TR, Taylor Rule, positiv geneigt. Wir werden es gleich zeigen. Hier ist die Evidenz, dass diese Taylor-Regel eigentlich sehr gut funktioniert. Das sind verschiedene geldpolitische Akteure, also Zentralbanken, und die haben alle die Tendenz, den Zins zu senken, wenn die Bedingungen das vorhersagen, also niedrige Inflation, niedriger Output relativ zum Trend, und sie heben das an, wenn die Wirtschaft ein bisschen anheizt. Nicht? Deshalb, wie gesagt, die Europäische Zentralbank im Jahr 2005 tatsächlich angefangen, das sehen Sie, angefangen, den Zins anzuheben. Vielleicht ein bisschen zu viel, und die EZB wird immer noch kritisiert für diesen Schritt. Die sind ein bisschen darüber hinausgeschossen, was man normalerweise nach der Taylor-Regel erwarten würde. Aber die Taylor-Regel, das ist eine sehr, sehr robuste Beziehung. Das heißt, wir werden mal von einer TR-Kurve sprechen. IS und TR haben wir zwei Kurven. Im zweidimensionalen Raum werden wir ein Gleichgewicht einstellen sehen, und der ist Zins und Output. Toll, ne? Kann man tatsächlich schon eine Menge damit anfangen. Und es gibt verschiedene Parameter, die die Position der TR-Kurve bestimmt. Einmal ist ein Zielzins, Simon wird davon etwas mehr erklären, die Inflationsrate, die gleich Null hier in diesem Rahmen unterstellt wird, aber kann tatsächlich positiv sein, Inflationsziel und Potenzial-Output. Und so sieht diese Kurve aus. Also negativ geneigte IS-Kurve, und hier haben wir eine positiv geneigte TR. Ich habe LM vorsätzlich drin gelassen, weil das Sie vielleicht sensibilisieren sollte, wenn Sie die Nase voll von uns haben und wechseln zur FU, vielleicht wird es noch LM gelehrt an der Uni. Aber das ist nicht mehr modern. Ja? Seien Sie vergewissert. Aber wenn Sie zur FU wechseln, da haben Sie einen ganz modernen Student der Taylor-Regel da. Da haben Sie keine Chance, der Taylor-Regel zu umkommen. Sie müssen wahrscheinlich nach Bremen oder sowas hingehen. Oh, das müssen Sie rausschneiden, bitte. Gut, also bei Nullinflation ist es ganz einfach, aber die Inflationsrate in der Realität kann positiv sein. Das heißt, die Position der TR-Kurve ist auch bedingt durch Inflation, obwohl es nicht auftaucht. Wir haben Zins I und Output auf der Horizontalen. Bitte, Sie können auch geometrisch denken. Das ist eine sehr gute Umfassung der wichtigen Tatsachen, die die Geldpolitik ausmachen in einer modernen Volkswirtschaft. Also insofern haben wir ein allgemeines Gleichgewicht, wo diese zwei Kurven sich schneiden. Zunächst einmal ist das ein guter Schritt, um heute abzuschließen. Da können wir sehen, wir haben das Einfachste getan, aber das Komplizierte ist, die Realität mal anzuschauen und sagen, ja, da verschiebt sich diese Kurve und die andere verhält sich wie gehabt. Oder verschieben sich beide, und das ist die Möglichkeit, Ihre Intelligenz anzupieksen in einer Klausur. Sie kriegen eine reale Situation, und Sie müssen es deuten mit Hilfe dieser Kurven. Das ist die komparative statische Analyse auf dem Niveau des Bachelors.
Aber glauben Sie mir, Sie wissen viel mehr als die meisten Menschen, die sich mit der Wirtschaft beschäftigen. Und das ist schon sehr, sehr viel. Können Sie gleich sehen, was sind die Folgen von bestimmten Dingen, mit oder ohne eine... Aber Sie sehen, es kommt immer darauf an, was für Politik angenommen wird, wie empfindlich sind die Zentralbanken auf Erhöhung des Outputs oder reagieren sie sehr stark auf eine Ausweitung des BIP oder sind sie eben ein bisschen stur und bleiben bei dem alten Zins und dann haben wir eine flache TR-Kurve. Das sind alles so interessante Dinge, die man nur mit etwas Analyse der Lage in der Vergangenheit beantworten kann. Und da kommen wir zurück auf meine Aussage. Ich bin fast am Ende der Vorlesung. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, dieses Regelwerk anzuschmeißen. Fangen wir erstmal bei der keynesianischen Theorie unten. Die keynesianische Annahme ist, dass die Preise nicht flexibel sind. Das vereinfacht unser Leben ungeheuer, weil dann wir nur zwei Variablen haben, aber nicht nur deswegen, sondern empirisch sind die Preise träge. Die Inflation ist träge, wir sehen es jetzt. Nicht? Also wir haben jetzt eine Expansion, auch in der ganzen Weltwirtschaft bis vor kurzem und die Inflation war trotzdem relativ stabil. Das heißt nicht, dass die Inflation tot ist. Die Inflation ist sehr träge und kommt langsam in Bewegung. Und um diesen Anker zu verstehen, brauchen wir die klassische Sicht. Die klassische Sicht ist, was passiert, wenn wir vollständige Geldneutralität wiederhergestellt sehen? Nicht? Also das haben wir auch mal schon gehabt. Also wir haben diese Vorstellung, dass langfristig das Preisniveau ist von der Geldmenge unter Berücksichtigung des Outputs einfach gegeben und das hat keine extra Auswirkungen. Das heißt, die Geldpolitik demzufolge wird nur kurz- bis mittelfristige Auswirkungen haben. Nicht? Das ist aus unserem Verständnis der volkswirtschaftlichen Beziehungen. Dennoch kann man das klassische Modell anschmeißen, man kann tatsächlich sich das alles mal angucken. Wir werden das nächste Woche machen, um zu sehen, wo der Anker ist. Aber kurzfristig kann man tatsächlich mehr in einem Rahmen der stabilen Inflation und Preisniveau denken. Und dann können wir tatsächlich Aussagen treffen, gerade zu der interessanten Situation, die wir in diesem Lande haben, nicht? Oder im europäischen Währungsraum. Und das machen wir in den nächsten zwei Sitzungen und dann sind wir mit Marco 1 fertig. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis nächsten Montag.